Ihr beginnt im Schritt 8 Einheiten, eine Minute mit jeweils 30 bis 45 Sekunden Pause. Nach jeder Hand erfolgt ein Handwechsel und nach 30 bis 45 Sekunden Pause und dann geht es eben auf der anderen Hand weiter. Beginnt zunächst im Schritt und arbeitet euch dann zum Trab vor. Wie nah ihr jeweils am Pferd seid, kommt individuell ganz aufs Pferd an. Der Schritt soll fleißig zügig sein und der Trab eher langsam und nicht übereilt. Dabei passt er auch auf, dass ihr das Tempo bestimmt und eben nicht das Pferd. Beim Handwechsel geht es um, wer bewegt wen. Das heißt, guckt darauf, dass das Pferd euch nicht bewegt. Ihr holt das Pferd zu euch herein und schickt es wieder auf die andere Hand hinaus. Danach die Pause nicht in den Gassen. Entweder ihr lasst es außerhalb der Gassen laufen oder stehen.